Hallo zusammen, ich bin Johanna Frie von Agra Heute und ich stehe in der wunderschönen Altmark, und zwar in einem besonderen Teil der Altmark, in den Elbniederungen, der sogenannten Wische, wo die Böden etwas lehmiger sind und deshalb ist es hier eine absolute Rapsregion. Und um den Raps soll es heute auch gehen. Wie man sieht, er steht in voller Blütenpracht und so schön gelb und fröhlich wie die Rapsblüte sieht es eigentlich auch gerade an den Börsen aus. Die Rapspreise sind wirklich gut. Aber auf der anderen Seite gab es in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen über den Rapsanbau. Ist der Raps überhaupt noch zukunftsfähig angesichts von Klimawandel, Schädlingen, Wirkstoffverlusten? Und darum soll es heute auch gehen. Welche Strategien gibt es, um dieses Potenzial, das diese Kultur hat, überhaupt wieder auszunutzen? Und deshalb bin ich heute hier. Mit mir zusammen hier sind Herr Dr. Heimbach vom Julius-Kühn-Institut, Frau Sabine Andert, die hier in der Region wirtschaftet und deren Felder wir uns hier heute anschauen. Herr Malte Grohall von der Firma Rapul, der sich mit Rapszüchtung auseinandersetzt. Und Herr Günther Willner von der Firma Rapul, der sich mit der Sortenwahl für die Region auseinandersetzt. Ja, Frau Andert, Sie bewirtschaften hier ja einen Familienbetrieb in der Altmark und im Gegensatz zu anderen Teilen der Altmark ist hier der Boden ja etwas lehmiger und schwerer. Deshalb legen Sie einen Schwerpunkt auf Raps. Welchen Schwerpunkt nimmt das denn in der Fruchtfolge bei Ihnen ein? Ja, Winterraps hat bei uns im Betrieb einen ganz hohen Stellenwert. Neben Winterweizen gehört er zu den ökonomischen und ackerbaulichen Standbeinen unseres Betriebes. Er bildet für den Winterweizen eine super Vorfrucht für uns. Strukturbildung im Boden, Entmineralisierung. Wir sind auf einem Standort, wo das Ungras eine wichtige Rolle für uns hier spielt. Wir müssen im Winter Raps schon beginnen, den Ackerfuchsschwanz zu bekämpfen. Wie gehen Sie da konkret dann vor gegen den Ackerfuchsschwanz mit dem Raps? Ja, wir führen bereits im Winter Raps ein intensives Herbizidmanagement. Herbizidprodukte wie Select oder Careflo gehören im Herbst zu unserer Herbizidstrategie, im Winter Raps einfach mit dazu. Sie benutzen den Raps ja bei der Ackerfuchsschwanzbekämpfung und setzen Careflo ein. Wie sieht denn die Herbizidstrategie dann konkret aus? Ja, die Herbizidstrategie beginnt schon mit der Bekämpfung des Ausfallgetreides. In der Jugendentwicklung des Winterrapses nachgeschaltet dann eine Behandlung mit dem Wirkstoff Clejudim im Produkt Select Anfang September, wenn die Temperaturen noch relativ warm sind. Und dann nachfolgend in den letzten Novembertagen bzw. Anfang Dezember eine Behandlung mit Careflo. Und dann legen wir einen erfolgreichen Grundstein zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz für den nachfolgenden Winterweizen. Das heißt, der Raps wird eigentlich auch für Sie unverzichtbar bleiben? Er ist für uns im Moment für diesen Betrieb mit der Ackerfuchsschwanzproblematik unverzichtbar, ja. Und wie sah das in den vergangenen Jahren aus? Da gab es ja hier in der Region auch viel Probleme mit Trockenheit, nicht wahr? Ja, die Jahre 2018 und 2019 waren Extremjahre für uns von der Witterung her. Wir hatten extrem geringe Niederschläge hier an diesem Standort, was insbesondere für den Winterrapsanbau problematisch war. Wir haben in ganz trockene Verhältnisse hineingedrillt. Der Raps ist zum Teil erst in den ersten Oktoberwochen aufgelaufen. Und aus diesen Jahren haben wir mitgenommen, dass wir wüchsige, robuste Sorten brauchen, die sich diesen Verhältnissen anpassen können. Wir mussten trotz dessen Raps umbrechen in 2018, weil der Pflanzenauflauf nicht genug war vor Winter. Dann wurde als Nachfolgekultur Ackerbohne hier im Betrieb etabliert. Aber diese Jahre 2018 und 2019 haben natürlich zu Mindererträgen bei uns auf dem Betrieb im Rapsanbau geführt. Und wir hoffen in diesem Jahr erstmalig wieder höhere Winterrapserträge mit diesen robusten, wüchsigen Sorten zu bekommen. Dieses Jahr, das war ja auch sehr anders als die Jahre 2018, 2019. Wie ist der Anbau, das Anbaujahr bislang für Sie gelaufen mit dem Raps?
Ja, wenn ich eben gesagt habe, dass 2018 und 2019 von Trockenheit geprägt waren, dann war es die letzte Aussaat in 2020 auch. Wir haben wieder in einen sehr trockenen Boden hineingedreht. Zu unserem Glück kam dann aber in den ersten Septemberwochen hohe Niederschläge hier in der Region an unserem Standort. Wir haben einen super aufgelaufenen Raps im September vorgefunden, der dann allerdings sehr stark vom Raps-Erdfloh befallen wurde. Wir haben drei intensive Behandlungen mit Insektiziden durchgeführt, mit Pyrethroiden, um den Raps-Erdfloh zu kontrollieren. Das ist uns glücklicherweise gelungen. Aufgrund der hohen Niederschläge hatten wir dann eine hohe Biomasse dann auch im Herbst zu verzeichnen. Wir haben Wachstumsreglermaßnahmen durchgeführt, um das Wachstum zu regulieren und sind dann in einen Winter, der am Anfang mild war, gestartet, der dann aber Ende Januar und im Februar durch Fröste und eine Schneeauflage gekennzeichnet war, was den Raps geschützt hat. Wir haben es geschafft, eben im Herbst den Vegetationskegel an die Bodenoberfläche zu bringen. Der Raps hat gut den Winter überlebt und wir stehen jetzt hier heute vor einem Winterraps, mit dem ich sehr zufrieden bin. Wir haben einen ganz geringen Schädlingszuflug nur im Frühjahr zu verzeichnen. Es wurde nur eine Insektizidbehandlung durchgeführt und dann eben vor einigen Tagen die Vollblütenbehandlung gegen Sclerotinia, die hier auch durchgeführt wurde. Und wir haben in diesem Fall zum Nutzlingsschutz auch auf eine Insektizidbehandlung verzichtet, weil wir Kohlschotenmücken und Kohlschotenrüssler in unseren Beständen nicht gesichtet haben und aus diesem Grunde auf die Insektizidmaßnahme in diesem Jahr zur Vollblütenbehandlung verzichtet haben. Das sieht auch, der Bestand sieht auch sehr schön groß und gesund aus bislang. Ja, und er fängt jetzt an, sich zu verzweigen. Also ja. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Bestand, wie er sich hier heute präsentiert. Aber wir haben natürlich auch aus den Jahren 2018 und 2019 starke Ertragsdepressionen zu verzeichnen und sind jetzt eben gespannt, wie dieses erste Jahr nach dem Witterungsextrem aus 18 und 19 sich jetzt verhält und mit welchen Erträgen wir zu rechnen haben. Fahren Sie denn eher eine mineralische oder eine organische Düngung oder wie machen Sie das? Wir haben als reiner Ackerbaubetrieb begrenzten Zugang zu organischen Düngemitteln. Allerdings haben wir uns im Winter Raps dazu entschieden, im Herbst eine organische Düngung durchzuführen, wie sie uns in den gesetzlichen Richtlinien erlaubt ist. Haben da konsequent unsere Herbstdüngung drauf eingestellt und denken auch, dass für die Anlage der generativen Blütenorgane und der insgesamt Jugendentwicklung im Winter Raps, dass passt für unseren Standort und für unseren Betrieb. Wir brauchen diese Herbstdüngemaßnahme mit Stickstoff und sind dann im folgenden Frühjahr mit mineralischen Düngern auf unseren Feldern in der Applikation unterwegs. In der Regel in zwei Stickstoffgaben, wenn die Witterung und die Befahrbarkeit der tonigen Böden es erlaubt. Und neben der Düngung ist ja auch noch ein weiteres Thema in den letzten Jahren wirklich im Vordergrund im Raps. Das ist der Verlust von Wirkstoffen und vor allen Dingen die Entwicklung der Schädlingspopulationen. Welche Strategie fahren Sie bei Schädlingsbekämpfung und bei Beizen? Ja, seit dem Wegfall der Neonicotinoiden-Beize hat sich natürlich unser Insektizidregime im Herbst auch sehr stark verändert hier auf dem Betrieb. Die Maßnahmen zur Kontrolle des Raps-Erdflusses im Herbst sind stark angestiegen. Wir sind im letzten Herbst dreimal mit Pyrethroiden den Raps überfahren, um den Raps-Erdfloh zu kontrollieren. Zur Beizausstattung unseres Raps-Saatgutes ist zu sagen, dass wir seit 2018 die Lumiposa-Beize bei uns im Betrieb nutzen. Wir haben 2018 die ersten Flächen damit ausprobiert und haben einen Effekt festgestellt, dass dieser Raps, der mit Lumipose angeweizt war, doch etwas wüchsiger sich darstellte im Herbst. Und dieser Effekt hat sich bis in das folgende Frühjahr gezeigt. Und aus diesem Grund haben wir in den Folgejahren und bis heute unser gesamtes Rapssaatgut auf die Lumipose-Beize umgestellt, um die kleine Kohlfliege,
erfolgreich zu kontrollieren und um diesen kleinen Wüchsigkeitseffekt hier auf unserem Trockenstandort, der uns scheinbar durch die Lomiposa-Beize gegeben ist, den zu nutzen. Zeigt sich denn gegen die kleine Kohlfliege auch ein Effekt durch die Beize neben dem Wüchsigkeitseffekt? Ja, also wir haben in Einzeljahren und auf Einzelschlägen Kohlfliegenbefall hier am Standort gehabt. Mhm. Und dieser konnte durch die Lomiposa-Beize reguliert werden. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Ja, jetzt stehe ich hier im Feld mit Herrn Dr. Heimbach vom Julius-Kühn-Institut. Herr Heimbach beschäftigt sich in seiner Arbeit mit Rapsschädlingen und betreut hier in der Region, in der Altmark, ein Raps-Erdflow-Monitoring. Herr Heimbach, könnten Sie mir dazu was erzählen? Ja, wir haben bei der Bekämpfung der Raps-Erdflöhe große Probleme, weil wir immer weniger Wirkstoffe haben. Wir haben Resistenzbildung, es funktioniert dann auch nicht mehr so gut. Und wir haben überlegt, ob es eine Möglichkeit ist, wenn man sozusagen keine verlässliche Chemie mehr hat, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man sozusagen sagt, ich höre in einer Region einfach mal mit dem Rapsanbau für ein Jahr aus, dann ist der Wirtsfindung für den Raps-Erdflow sozusagen unterbrochen und fange dann mit einem Jahr Pause wieder an, sodass es bedeutet, dass die Raps-Erdflöhe sozusagen sich nicht vermehren können und weniger sein müssen. Das ist die Theorie. Problem war, man muss natürlich eine Region haben, wo kein Raps ist. Es hat sich im Herbst 2019 ergeben, dass wir eine große Region hier nördlich von dieser Region, wo wir jetzt sind, von Seehausen bis sozusagen hoch zur Elbe und dann rüber nach Brandenburg und nach Niedersachsen, hat es keinen Rapsanbau gegeben, ungefähr auf 1000 Quadratkilometern. Das heißt, also Durchmesser, wenn ich das so betrachte, 30 mal 30 Kilometer. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt, wenn da jetzt wieder Raps gemacht wird, die haben keinen Raps gemacht, weil es sehr trocken war, es ging nicht in dem Herbst 2019, also sind wir da reingegangen und haben eine Aussaat, also haben die Landwirten, die dann eine Aussaat gemacht haben, befragt, ob wir da Monitoring machen dürfen und machen jetzt sozusagen in diesem ehemals rapsfreien Gebiet und in dem Randbereich, wo Raps nach wie vor gebaut wird, also zum Beispiel hier in dem Bereich irgendwo. Wir waren also auch nicht weit weg im vorigen Jahr hier von dieser Stelle und beobachten die Rapsschädlinge, wobei wir machen nicht nur den Raps-Erdflow, sondern alle Rapsschädlinge. Und wir haben sozusagen, wollen dabei herauskriegen, wie weit weg vom Vorjahresraps eine Rapsfläche steht und ob dann sozusagen der Druck fällt, weil die Tiere müssen ja vom Vorjahresraps zu dem jetzigen Raps dann hinfliegen. Und das war sozusagen, wir haben leider wenig Rapsflächen nur gefunden. Das war im ersten Jahr so 7-8 Kilometer maximal war der nächste Raps. Wir haben das Gleiche nochmal gemacht im Jahr jetzt in der jetzigen Saison 2021, weil es wieder ein großes Gebiet gab, in der gleichen Region ein bisschen nach Norden verschoben. Und wir haben jetzt mehr Schläge, wir sind auch 11-12 Kilometer von Nachbarschaft Raps weg im Vorjahr und gucken uns das an. Von den Ergebnissen, was wir so sehen, jetzt nicht nur beim Raps-Erdflow, sondern auch bei den anderen Schädlingen, ist es so, dass wir erstmal sehr starken Raps-Erdflow-Druck hatten, also unheimliche Mengen kamen. Also in Gelbschalen sagt man ja in 3 Wochen 50 Käfer. Das war jetzt in diesem Jahr? Das war im vorigen Herbst, aber auch im Herbst davor schon. In beiden Herbsten gab es einen sehr starken Druck. Und wir haben durchaus Gelbschalen über 10 Wochen oder sowas 500, 600 Käfer gehabt. Das heißt also massiv die Tiere reingekommen. Und Landwirte, die dann gar nichts gemacht haben, das ist dann problematisch. Ich habe jetzt von einem Schlag, wo der Landwirt nichts gemacht hat, mal Pflanzen mitgebracht. Da gibt es dann sozusagen, wenn sehr viele Larven kommen, man sieht auch, dass die Pflanzen ziemlich spinstig sind. Oder hier, dass das Mark komplett kaputt ist. Ja, das ist ja wirklich total zerfressen, ne? Hier sind auch jetzt noch andere Schädlinge oben drein gekommen. Aber sehr typisch ist sogenannter Besenwuchs. Es gibt keinen Haupttrieb mehr, sondern der wird abgeschötet und dann bilden die seitlich Triebe hinein. Und wir haben an diesem Standort im Durchschnitt so 40, 50 Larven gefunden im Februar. Das war vor den harten Frösten. Mhm. Und das bedeutet auch, wenn ich im Durchschnitt 40, 50 habe, dann habe ich einige Pflanzen, da sind nur 10, 20 drin, andere sind 80 drin. Und solche Pflanzen bilden dann, der Haupttrieb schiebt ab und bilden dann so quasi Nebentriebe und sie sind also sehr anfällig und haben sie auch schlecht in der Versorgung. Wir sind vor 3 Wochen da gewesen,
Da lagen die alle welk, die Pflanzen. Die haben sich jetzt, weil es ja kühl war und nicht sehr heiß und nicht sehr trocken war und der Boden auch wieder feucht geworden ist, haben die sich so ein bisschen erholt. Aber das wird an Ertrag sozusagen nichts geben. Die Pflanzen, die waren jetzt auch hier aus der Region? Die Pflanzen stammen aus der Region, jetzt ein bisschen weiter nördlich, am Ahrensee liegt dieser Schlag, wo das liegt, und der nicht behandelt ist. Es gibt Landwirte, die haben im Herbst auch gespritzt und haben dann ein Kontrollfenster gelassen. Das heißt, sie haben an dem Kontrollfenster nicht gespritzt. Da gibt es auch Standorte, da haben wir dann auch solche Dinge mit 50, 60 Pflanzen im Februar. Und in der Behandlung dann, also auch zum Teil sehr gute Bekämpfungserfolge, noch wenn die zum richtigen Termin behandeln, dann sozusagen nur noch 0,3 Larven je Pflanze oder sowas. Also wir haben 99%ige Wirkungsgrade, aber es kommt absolut darauf an, zum richtigen Termin zu machen und dass ich ein ordentliches Monitoring mache und dass ich weiß, wie viele Erdflöhe da sind und damit ich eine Idee habe, ob ich bekämpfen muss und wann ich bekämpfen muss. In diesen Pflanzen, das ist bis oben hin quasi ausgefressen, die fressen in den Seitenstängeln rein, auch in die Blattstiele hinein. Also hier ist es, die ist komplett hinüber, ja. Da weiß ich nicht, ob da ein paar Schoten sich entwickeln werden, aber wahrscheinlich auch nicht. Wenn Sie jetzt hier in diese Bestände reingucken, dann sehen Sie, naja, allein schon von der Höhe her, dass es einen deutlichen Unterschied gibt, dass der also bald doppelt so hoch ist und dass hier natürlich eine Pflanze eine ganz andere Situation darstellt. Ist auch ein richtiger Haupttrieb da, ne? Ja, ja. Frau Andert sagte ja auch, dass sie im letzten Herbst da auch schon einiges an Bekämpfung gefahren hat, um das... Ja, das war in diesem Herbst auch nötig. Also es haben von den Landwirten, wir machen bei 30 Landwirten im Umkreis, so quasi in diesem 1000 Quadratkilometer Gebiet, machen wir ein Monitoring. Es gibt nur ganz wenige, die nicht behandelt haben. Mhm. Also die meisten haben behandelt, wobei die Behandlung, wenn sie zum falschen Termin ist, dann kann man sie sich eigentlich auch sparen. Also man muss wirklich sehr genau ein Monitoring machen, irgendwelche Gelbschalen aufstellen, wo man dann die Käfer drin fangen kann, sodass man eine dichte Bestimmung hat. Und wer das nicht routinemäßig und ordentlich durchzieht, weiß im Grunde nicht, was in seinem Schlag passiert. Aus Ihrer Sicht, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Woran erkennt man das? Der richtige Zeitpunkt, den erkenne ich daran, dass ich ein Monitoring mache und genau weiß, wie viele Tiere denn sozusagen aktiv sind. Und der richtige Zeitpunkt darf nicht zu früh sein, weil ich muss verhindern, dass die Eiablage stattfindet. Also dass die Eiablage in stärkerem Maße, ich muss also abwarten, die Tiere kommen erst, machen Reifungsphase und fangen dann erst irgendwann Ende September, im Oktober fangen die erst mit der Eiablage an. Und im Grunde muss ich abwarten, bis die Tiere da sind. Und wer sozusagen Anfang September schon spritzt, spritzt zwar ein paar Käfer tot, aber die nächsten kommen nach. Und wenn ich dann sage, ich habe ja schon gespritzt, das funktioniert nicht mehr. Wir haben Resistenz und die Wirkungsintensität und die Dauerwirkung der Mittel ist nicht mehr, wie es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren gewesen ist. Das heißt, ich muss richtig zum Termin sein und darf nicht zwei Wochen vorher machen, dann kann ich mir das direkt sparen. Also insofern wird es da noch viele Fehlbehandlungen geben. Und das ist vielleicht noch nicht ganz in der Praxis angekommen, dass wirklich alle Landwirte sowas nutzen. Herr Heimbach, wir hatten ja eben schon das Projekt erwähnt zum Erdflow-Monitoring. Was machen Sie denn in dem Projekt konkret? Also die Ergebnisse jetzt aus dem Projekt, wir machen die Erhebung jetzt sozusagen in ehemals rapsfreien Gebieten und Gebieten, wo Raps war. Und was wir so ein bisschen erkennen können, erstens, wir unterschätzen die Mobilität der Rapsschädlinge. Die kommen auch 10, 15 Kilometer, finden den Rapsschlag, wenn sie da reinwandern müssen. Und was wir allerdings sehen können, ein bisschen, dass es einen Zeitverzug gibt. Wir müssen aber auch sagen, gerade beim Raps-Erdfloh, da wir so einen enorm hohen Druck hatten, müssen wir auch davon ausgehen, dass die Ausbreitungstendenz des Raps-Erdflohs auch größer ist als im Normaljahren, sagen wir so, das vielleicht nur noch 20% der Menge ist. Bei sehr hoher Dichte tendieren die Tiere dazu, dann sich eher zu zerstreuen und weiter zu wandern, auch als in anderen Bereichen. Sodass wir vielleicht sozusagen jetzt momentan auch ein bisschen zu schlechtes Bild sehen. Also es gibt vielleicht ein bisschen was, aber wir lernen auf jeden Fall über die Biologie und wir lernen sehr viel über die Tiere und das gibt auch Ansatzpunkte für Lösungen sozusagen für die Zukunft. Also insofern will ich nicht alles schwarz sehen, sondern mit etwas Forschung, denke ich, kriegt man das hin. Ja, Sie sagten, dass es bei den Mitteln Resistenzen gibt. Welche Rolle spielen denn diese Resistenzen schon in der Erdflohpopulation? Die Resistenzen sind hier oben in der Region gerade sehr stark verbreitet. Wir haben sehr viele Resistenz, also sehr hohe Resistenz auch. Aber die Resistenz ist nicht eine Totalresistenz, wie wir sie vom Rapsganzkäfer kennten, sondern nur eine Teilresistenz. Das heißt, wenn ich auf den Punkt komme,
dann habe ich auch noch eine Wirkung zu erwarten. Und das kriege ich aber nicht zustande, wenn ich sozusagen bevor der Befall zu Ende ist, sozusagen schon spritze, dann kommt der Befall danach noch und die kriege ich nicht mehr mit. Ich habe keine Dauerwirkung mehr, sondern nur noch eine sehr kurze Wirkung. Und wie viel, also wenn Sie jetzt eine Gelbschale benutzen, wie viel Tiere müssen drin sein, dass ich sage, okay, jetzt ist mein Punkt, dass ich anfange zu spritzen? Also man hat einen Schwellenwert, wo man sagt, in den Gelbschalen um 50 Käfer. Mhm. Das muss man auch vor Ort ein bisschen sehen, was hat es vorher gegeben von den Erdflöhen, wie viele Erdflöhe hat es gegeben in den 3 Wochen und wie viel hat es davor gegeben. Und man muss auch ein bisschen gucken, wenn ich 50 Käfer habe und ich habe draußen nur 10 Grad Temperatur gehabt, die Aktivität ist gar nicht so hoch, dann ist das sehr viel. Und wenn ich 30 Grad habe, dann ist das eigentlich erwähnt. Das muss ich so ein bisschen mit der Realität abstecken. Vor allen Dingen darf ich, wenn ich sozusagen nicht aufhören mit den Gelbschalen, wenn ich mal gespritzt habe. Es kann weitere Einwanderungen geben, weil die auch noch aus anderen Kreuzblütlerkulturen, also aus den Zwischenfrüchten, wieder abwandern können in den Raps. Und ich muss im Grunde mein Monitoring bis Ende Oktober durchziehen. Wer vorher aufhört, weiß dann im Grunde auch nicht mehr, was passiert. Und das ist auch das Problem, was wir in diesem Jahr haben. Eine ganz lange und ganz späte Zuwanderung und wir haben sehr viele späte Eiablage gekriegt von dem Raps. Und gibt es denn da noch andere Möglichkeiten, außer dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, was der Landwirt irgendwie machen kann, um die in den Griff zu kriegen, vielleicht über Aussaat oder so? Ja, das, sag mal so, die Terminierung der Aussaat ist ein Thema, aber das hängt absolut von den Herbstwitterungen ab. Wenn ich im Herbst sozusagen sehr früh kalt bin oder sehr früh sähe und es wird dann warm oder es wird kalt, macht einen enormen Unterschied aus. Im Grunde ist es kritisch, wenn der Raps im Auflauf ist und die Erdflöhe fliegen zu, weil dann auch die Erwachsenen was wegfressen können. Das passiert eigentlich seltener oder nur in einigen Fällen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sehr früh sähe, damit der Raps weit ist, wenn die Erbsflöhe kommen, ist das Problem dann, dass die Erdflöhe sich in diesem System sehr gut vermehren können und wenn der Herbst mild ist, sehr viele Eier legen und dann kriege ich das Larvenproblem in größerem Maße. Also man kann keine feste Antwort geben. Das Einzige, was man sagen muss, nicht zu wenig Saatkorn machen, weil das bedeutet, jede Pflanze muss überleben. Das ist wie in der Rübe, da dürfen keine Pflanzen ausfallen. Wenn ich sozusagen Einzelkornsaat und nur noch 20 Körner mache, dann dürfen nicht 2 oder 3 ausfallen. Und die Flexibilität sollte man sich erhalten, dass wir ein paar Erdflussschäden ruhig haben können. Ein paar Pflanzen können auch absterben. Dadurch ändert sich an der Ernte noch gar nichts. Weil der Befall ist sehr unterschiedlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr hohe Befall an einigen Pflanzen, an den anderen wenigen. Und wenn ein paar Hochbefallene aussterben, das kompensiert der Raps. Das heißt so, insgesamt sollte das dann so stimmen, dass dann halt, ja, wenn da irgendwo ein paar ausfallen, ein paar stehen da. Das ist nicht tragisch. Also deswegen mit der Aussaatstärke nicht zu weit runtergehen. Mhm. Das ist dann schwierig, weil dann muss ich jede Einzelpflanze schützen. Dann darf ich mir gar nichts erlauben. Dann muss ich sehr viel sozusagen spritzen. Und eigentlich haben wir das nicht mehr, weil die Mittel im Grunde immer weniger verfügbar werden und dann auch nicht mehr richtig wirken wegen der Resistenz. Mhm. Wie sehen Sie denn die Zukunft bei der Resistenzentwicklung? Die Zukunft sehe ich kritisch, weil das wird immer schwieriger werden. Wir haben eigentlich zur Bekämpfung der Erdflöhe nur Pyrethroide und dagegen die haben wir Resistenz. Diese Resistenz vermehrt sich. In England haben sie in bestimmten Bereichen den Rapsanbau eingestellt, weil sie sozusagen den Raps-Erdflöhe nicht mehr bekämpfen können. Und es sieht momentan nicht danach aus, dass wir andere Mittel kriegen. Die Beizmittel, die wir haben oder die ja zum Teil sozusagen kommen oder importiert werden können am Rapsaatgut, haben aber eigentlich keine ausreichende Wirkung auf den Erdfloh. Die machen ein bisschen vom Fraßschaden weg, aber die Larvenentwicklung wird fast nicht beeinflusst. Das heißt also, wir bleiben das Problem, wir kommen ohne eine Behandlung, also mit der Chemie, nicht zurecht. Und ohne Chemie gibt es Versuchsansätze, dass man sagt, man macht irgendwelche Zwischenfrüchte, die man dazwischen sät, sodass der Raps-Erdfloh da vielleicht nicht hingeht. Da versucht man verschiedene Dinge, aber da hat man noch nichts Handfestes. Ja, die Aussicht bei den Wirtstoffen scheint ja nicht so positiv zu sein, aber trotzdem bringt uns Ihre Arbeit ja doch noch viele wertvolle Einblicke in die weitere Entwicklung der Schädlinge im Raps. Und wer weiß, da findet sich ja vielleicht dann doch noch eine Lösung, die den Anbau weiter möglich macht. Und deshalb bedanke ich mich sehr für Ihre interessanten Einblicke, die Sie mir gegeben haben, Herr Heimbach. Vielen Dank. Ja, der Raps zerstand in den letzten Jahren vor vielen Herausforderungen, egal ob durch Schädlingsbefall oder durch widrige Klima- und Wetterbedingungen.
Und eine Lösung dafür bietet die Züchtung. Und deshalb stehe ich hier mit Malte Grohal von Rapul. Malte Grohal beschäftigt sich mit Rapszüchtung. Und ja, was ist denn Ihre Lösung dafür, den Klimawandel? Wie beschäftigen Sie sich damit, den Raps für die Zukunft zukunftsfähig zu machen? Ja, betrachten wir das große Wort Klimawandel mal genauer, was das für die Rapsanbauer und dann auch die Züchter oder die Züchtung bedeutet. Können wir zum Beispiel die Daten, die phänologischen Daten des Deutschen Wetterdienstes betrachten. Die machen das eigentlich ganz anschaulich, was hier draußen dann in der Praxis passiert. Wenn wir das Erntejahr 2020 zum langjährigen Mittel vergleichen, dann haben wir gesehen, dass wir eine Verschiebung sehen zu einem 13 Tage zeitigeren Start ins Frühjahr. Und das ist natürlich schon ein ganz erheblicher Wandel, den wir hier einordnen müssen im Rapsanbau. Darüber hinaus haben wir längere Sommer und auch mildere und bis zu 6 Tage längere Herbste, bis dann irgendwann vielleicht eine Vegetationsruhe auch tatsächlich einsetzt. Und das sind natürlich neue Bedingungen, die die Rapsorten im Feld dann auch meistern müssen. Dieser zeitigere und meistens auch unvermittelter Start ins Frühjahr ist in den letzten Jahren, 2018 und 2019, ganz gravierend, denn auch ja, mit schnellen Trocken- und Hitzephasen eingetreten. Das heißt, die Niederschläge verschieben sich oder bleiben aus, sodass die Bodenvorräte nicht aufgefüllt sind und es zur Ernte hin natürlich dann weniger Wasservorräte gibt. Und ja, durch diese längere Vegetationsphasen bzw. die kürzere Vegetationsruhe haben wir natürlich auch neue Zyklen im Feld, die wir auch so erstmal lernen müssen. Das heißt, die Entwicklungsbedingungen für pilzliche Erreger, aber auch die Schaderreger, die wir im Raps erwarten, die sind dadurch auch begünstigt. So, das heißt, wir müssen da eine ganze Reihe Sachen neu lernen im Anbau und natürlich auch in der Züchtung. So, und in der Züchtung sind wir da einen wichtigen Schritt weitergekommen. Wir haben jetzt die Resistenz gegen das Wasserrüben-Vergilbungsvirus beispielsweise als Standard in unseren neuen Sorten. Und das gibt uns wirklich eine verbesserte Wüchsigkeit und eine Robustheit. Und so haben wir bei Rapul den Weg eingeschlagen mit unseren neuen Hybriden, Ludger, Smaragd oder auch Daktari zu nennen, die diesen Weg der Klimawandel-Hybriden wirklich eingeschlagen haben, mit diesem Mehr an Wüchsigkeit und Robustheit. Darüber hinaus haben wir auch ein neues Werkzeug quasi an die Hand bekommen, was uns pflanzenbaulich weiterhilft. Das ist die Zulassung von Lumiposa. Das heißt, eine insektizide Beizausstattung in Deutschland, die da möglich ist, sodass wir dort auch wieder auf frühere Saaten empfehlen können mit einem entsprechenden Beizschutz. Ist denn die Lumiposa jetzt bei Ihnen auch wirklich Standard bei jedem Produkt, bei jeder Sorte? Ja, bei den Kernsorten bieten wir das an. In unserer Premium-Beiz-Ausstattung orientieren wir ganz klar da auf Lumiposa. Ja. Ja. Und welche Besonderheiten haben die Sorten noch, um quasi dem Klimawandel zu begegnen, außer eben den Resistenzen und dieser Wüchsigkeit? Das sind großrahmigere Sorten, kann man per se eigentlich sagen, die dann auch, ja, zeitig mit dem Wachstum starten, gerade wenn die Aussaatbedingungen vielleicht mal nicht optimal sind oder in trockene Böden gedrillt werden, wo es dann erst später im Herbst den Wasseranschluss gibt, sodass wir da nur kurze Zeitfenster haben, dass die Bestände sich etablieren können. Und gerade da bringen diese neuen Sorten das Plus mit an Wüchsigkeit und Robustheit. Denn möglichst starke Einzelpflanzen im Herbst, die haben einfach eine gewisse Pufferfunktion bei Schädlingsbefall oder wenn Niederschläge Richtung Frühjahr vielleicht ausbleiben, dass sie einfach aus dem dickeren Wurzelhals mehr Reserven ziehen können. Das sehen wir in unseren neuen Sorten. Jetzt neben den Schädlingen ist ja auch Krankheit ein Thema. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Resistenz gegen das Wasserrüben-Vergilbungsvirus. Gibt es denn noch mehr Resistenzen in Ihren Sorten? Oder ist das für Sie was, was Sie in Zukunft ausbauen wollen? Natürlich, das wäre wünschenswert, quasi gegen jede Gegebenheit eine Resistenz anbieten zu können. Natürlich sind wir da in der Resistenzforschung am Arbeiten. Damit fangen wir auch nicht jetzt erst an, sondern ja, das gibt es natürlich schon seit der Rapszüchtung. Ja, Beispiele sind natürlich die FOMA-Resistenzen, die wir auch stets weiter mit verschiedenen Genen noch ausstatten und ausbauen.
Die Kolanieresistenz ist natürlich auch ein großes Resistenzarbeitsfeld, wo wir große Fortschritte gemacht haben in den letzten 20 Jahren und da auch ertraglich jetzt mit unseren Sorten Krokodil und Cruiser wirklich an andere Praxissorten anknüpfen können. In der Vergangenheit hatten ja resistente Sorten auch manchmal so diesen Ruf, dass sie ertraglich nicht mithalten können. Aber das ist besser geworden, oder? Ja, das sehen wir nicht, dass es da Einbußen gibt. Es gibt natürlich auch mehrfache Resistenzen im Kolanie-Bereich, zum Beispiel die Sorte Cruiser, die dann die Kolanie-Resistenz mitbringt und zusätzlich noch mit einer FOMA-Resistenz ausgestattet ist. Und das ist natürlich für bestimmte Anbaugebiete, zum Beispiel küstennah, wo es dann feuchter ist oder wir Tau haben, natürlich nochmal ein zusätzliches Sicherheitspaket. Ja. Ja, auf welche Problemfelder wollen Sie sich denn sonst noch in den nächsten Jahren künftig konzentrieren? Das ist ganz klar die Ertragssicherheit, die wir da weiter ausbauen wollen. Wir flankieren unsere Zuchtarbeiten mit Projekten und auch produktionstechnischen Versuchen. Das heißt, dass wir dort schon auf bestimmte Problemfelder unsere frühen Sortenkandidaten auch mit abtesten. Das kann sein Anbau in verschiedenen pH-Wertsubstraten, das können Multi-Infektionen im Gewächshaus sein und auch natürlich ganz gravierend sind das Trockenstressprüfungen. Das heißt, wir können dort Versuche über Dachen und Niederschlag abhalten und die gleiche Versuchsanlage auch nochmal im wirklichen Trockengebiet, zum Beispiel in Ungarn haben wir dort einen Standort, laufen lassen und dort sehen wir eben dann die Anpassung unserer Kandidaten, die wir dann in die Zulassung bringen und in den Rapsanbau integrieren. Also wollen Sie jetzt quasi dann schon, also Sie simulieren jetzt dann schon den Klimawandel in der Zukunft mit Ihren Versuchen im Trockengebiet. Sie fahren auch noch andere Versuche, habe ich gehört. Und zwar stehen wir hier auch vor einem Bestand, wo es Versuche mit mehreren Beizvarianten gibt. Könnten Sie mir dazu noch was erzählen? Genau, die Rapsbeizung ist natürlich auch ein Werkzeug für den Landwirt, auf Ertragssicherheit zu gehen. Wir sind jetzt froh, in Deutschland die Zulassung von Lumiposa zu haben. Daneben haben wir neue Standardfungizide, die wir in den Markt schon eingeführt haben. Und um die Beizwirkung auch im Praxismaßstab beurteilen zu können, haben wir auf solchen Betrieben wie hier bei Frau Andert heute die Möglichkeit, wirklich mehrere Hektar große Streifen von Beizvarianten auszudrillen. Und im Herbst können wir das denn bonitieren. Raps-Erdflohblattfraß ist dann natürlich ein großes Thema, Kohlfliegenfraß und auch Wüchsigkeit bonitieren wir hier. So. Und das ist einer von ca. 15 Standorten, die wir hier mehrjährig haben. Gerade zu Lumiposa haben wir dort die Untersuchung und hier kriegen wir dann sozusagen nochmal im letzten Schliff den Eindruck der Beizvarianten, die denn auch in den Markt eingeführt und im Markt begleitet werden. Und was hat sich da gezeigt bislang? Bei Lumiposa haben wir früh einen guten Schutz gegen den Fraß von den Maden der kleinen Kohlfliege an der Wurzel festgestellt. Da gibt es dann, wenn Kohlfliegenbefall ist, wirklich eine Reduktion von 2/3 des Fraßbefalls. Darüber hinaus haben wir eine Anfangswirkung gegen den Raps-Erdfloh-Blattfraß festgestellt. Da können wir bis zum Zweiblattstadium, also im frühen Auflauf, eine Blattfraßreduktion erwarten. Und was ganz wichtig ist, ist das Thema Wüchsigkeit in der Lumiposa-Variante. Und das haben wir gerade hier an so einem trockenen, stressigeren Standort gesehen, dass sich da mehr Wüchsigkeit einstellt, wenn die Sorte mit Lumiposa gebeizt ist. Genau, die Rapsanbauer stehen durch diese ganzen klimatischen Veränderungen ja wirklich vor allen Dingen Herausforderungen, auch dadurch, dass die Vegetationsruhe immer später einsetzt. Was können Sie den Landwirten da noch für Tipps mitgeben? Ja, möglichst auf den Punkt die Bodenbearbeitung setzen und die Aussaat setzen, vielleicht verschiedene Sortenwuchstypen anbauen. Und natürlich wachsam bleiben. Das hat sich auch gezeigt oder das mussten wir mitlernen, dass wir wirklich bis zur einsetzenden Vegetationsruhe auch mehrere Gelbschalen pro Schlag aufstellen. Es gibt eine Knickseite oder eine Straßenseite oder mal ein Naturelement. Wirklich wachsam bleiben und auf den Punkt handeln. Ja, das klingt doch gut. Das waren jetzt hier hilfreiche Tipps von Herrn Grohall. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, jetzt stehen wir hier im Rapsbestand. Ich bin hier mit Herrn Günther Willner von Rapul. Herr Willner beschäftigt sich mit Rapssorten und ist Berater hier in der Region in der Altmark. Und ja, auch in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Herr Willner, wie stehen denn gerade die Rapsbestände hier und in den anderen Regionen? Ja, man muss sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren, vor allen Dingen, wenn wir das letzte Jahr ausklammern, die zwei Jahre davor haben wir eigentlich sehr gute Rapsbestände. Egal wo, Sie sehen ja an dem Raps hier hinter mir, 1,80 Meter habe ich vorhin gemessen, Spitzen sogar noch etwas länger, eine sehr gute Verzweigung. Der Raps ist ja immer noch eine maritim geprägte Kultur. Das heißt, dieses kühl, feuchte Wetter jetzt im Mai hat ihm doch sehr gut geholfen. Und wer jetzt, was Schädlinge betrifft und Krankheiten betrifft, das Nötige getan hat, die Sorten, die entsprechende Resistenzen haben wir ja eigentlich bundesweit sehr gute Sorten im Anbau. Da dürfen wir die Hoffnung jetzt aufkeimen, dass wir dieses Jahr sehr gute Erträge machen. Und das ist in den anderen Regionen auch so? Eigentlich gibt es wenige Ausnahmen im Großen und Ganzen in meinem gesamten Beratungsgebiet Norddeutschland, Nordostdeutschland, in den drei Bundesländern steht da mehr oder weniger, ich würde sagen zu 80-90%, ähnlich gut wie hier, wo wir sind. Ja, der ist ja auch wirklich schön groß. Jetzt ist es ja so, dass Sie auch eben auf die Sortenwahl hin beraten und auch Resistenzen ja in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Was hat Rapul da zu bieten? Ja, also Resistenzen spielen im Rapsanbau eine zunehmende Rolle in Zeiten des Klimawandels. Stresstoleranz kommt dazu, Wassermangel, Hitzestress. Auch dagegen, sage ich mal, das ist ja eine Art Resistenz, die wir da entwickeln müssen, Toleranz. Aber eben auch bestimmte Krankheiten. Durch das Beizverbot ist das Thema Wasserrübenvergilbungsvirus wieder ein großes Thema geworden. Wir sind ja momentan dabei, nahezu komplett die Sorten Palette in Deutschland auf virusresistente Sorten umzustellen, weil durch den Wegfall der neonicotinoiden Beize ja auch der Schutz des Rapses gegen die Läuse weggefallen ist und wir doch einen stärkeren Läusedruck seit diesem Wegfall gehabt haben und damit die Übertragung dieser Krankheit, dieser Viruskrankheit zugenommen hat. Zusätzlich, ich komme aus Norddeutschland, ich sagte das ja bereits, in Mecklenburg-Vorpommern und überhaupt im gesamten norddeutschen Raum spielt ja auch die Kohlhernie eine bedeutende Rolle. Ohne die Resistenzzüchtung, die ja ausging von der Sorte Mendel, die in unserem Hause im Rapulring damals entwickelt wurde, wäre ein Rapsanbau überhaupt nicht möglich auf solchen Standorten. Auch dort sind wir aktuell mit den Sorten Crocodile und Cruiser. Cruiser hat noch zusätzlich die RLM7-Genetik, was FOMA betrifft, zusätzlich dabei, sehr leistungsstarke Sorten zu haben, die mit den nicht kohlenhydratresistenten Sorten im Leistungsniveau mittlerweile wieder gleich aufgeschlossen haben. Und durch diese schon länger andauernde Geschichte mit der Kohlhernie schälen sich peu à peu auch Rassen heraus, gegen die die aktuelle Resistenz nicht mehr voll wirkt. Wir sind dabei, aktuell im Wertprüfungsverfahren haben wir Stämme mit einer weiteren zusätzlichen Absicherung gegen diese Krankheit, also eine zusätzliche Genetik in puncto Resistenz gegen Kohlhernie. Das heißt, es gibt wirklich Regionen, wo auch die Resistenz gegen die Kohlhernie auch schon nicht mehr so viel wirkt, weil sich da ein anderer Stamm dieser Krankheit quasi ist. Ja, es gibt Rassen von Kohlhernie, sehr viele Rassen. Die meisten Rassen deckt die Mendelresistenz, sage ich mal, deckt die ab. Aber durch den permanenten Anbau, diese Sorte, diese Genetik ist ja schon sehr lange im Anbau, sind die wenigen Rassen, gegen die die Resistenz nicht die Absicherung hat oder mit sich bringt, die bauen sich peu à peu auf. Aber bei der Krankheit geschieht das langsam. Aber wir haben erste Fälle in Deutschland, wo das dann langsam losgeht und brauchen dann also dann neue Resistenzmechanismen, die die anderen Rassen, die sich jetzt aufbauen, abdecken. Ansonsten ist ein Rapsanbau in diesen Regionen irgendwann nicht mehr möglich. Und das ist insbesondere im Norden oder Nordosten auch ein Thema? Ja, weil dort am längsten diese Genetik im Anbau ist, weil die Krankheit dort am verbreitetsten ist. Ja, und auch andere Krankheiten wie Zylindersporiose, FOMA, ist natürlich eine Grundabsicherung in den Sorten notwendig, um, ich sag mal, diesen Anbau
bei schwindenden Mitteln, die wir zur Verfügung haben, auch im fungiziden Bereich, den Rapsanbau weiter lukrativ zu gestalten. Ist die Resistenzzüchtung, ich meine, aus meiner Sicht der größte Schlüssel für den Rapsanbau überhaupt für die Zukunft. Ja, gerade das Wasserrübenvergilbungsvirus oder die Resistenz, die ist ja auch wirklich bei vielen Züchtern ein Thema. Woran erkennt man denn, dass so eine Pflanze davon befallen ist? Weil das ist ja auch eine Krankheit, die sehr relativ unspezifisch ist oder vielen auch lange gar nicht bekannt war, ne? Ja, man erkennt es daran, vor allen Dingen an der Blattverfärbung. Die Blätter werden relativ leuchtend rot, violett. Es sieht ähnlich aus wie Magnesiummangel, das ist vielen früher nicht geläufig geworden, aber um es zu wissen, muss man es einfach ins Labor geben, ob der Virus in der Pflanze drin ist. Und die Leitbahnen werden peu à peu dann verstopft, sodass es dann sich ertraglich auswirkt auf den Rapsertrag. So kann man es im Grunde genommen nicht erkennen. Interessant ist aber noch dazu, wollte ich sagen, dass die Virusresistenz in den Sorten ganz offensichtlich eine Kopplung hat, sodass man die Pflanzen im Herbst schon erkennen kann, ob sie virusresistent sind oder nicht. Sie sind wüchsiger als die nicht resistenten Sorten. Die Virusresistenz ist ja nicht ein einzelnes Chromosom, es ist ein Chromosomenabschnitt, der in den Pflanzen verankert wird. Und offensichtlich ist auf diesem Abschnitt auch die Genetik vorhanden für eine größere Wüchsigkeit. Und die Züchter sagt mir mal, ich wollte mir mal im Zuchtgarten bei uns, ich komme von der Insel Pöhl, ich habe mein Büro direkt bei den Züchtern. Er sagte, du brauchst keinen Plan, geh raus, die siehst du alle raus. Die sind wüchsiger, die sind bulliger, die haben mehr Power. Und das ist scheinbar auch ein zusätzlicher Vorteil dieser virusresistenten Sorten, dass sie eben auch die mehr Power haben gegen allgemein widrige Umstände, Wasserknappheit und was so alles widrig gegen den Raps sein kann, haben sie eine höhere Durchsetzungskraft. Ja, der Robustheit ist da natürlich auch immer eine gute Sache, um den Raps gesund zu halten. Wie findet man denn die richtige Sorte für seinen Betrieb? Ja, also wir sind von Anfang an, solange ich diesen Beruf ausübe und unterwegs bin, basieren unsere Empfehlungen auf offiziellen Prüfungen, neutralen Prüfungen. Das A und O ist für die Sortenwahl in einem Betrieb natürlich die eigenen Erfahrungen in seiner Region, in seinem Betrieb. Die zweitwichtigste Geschichte ist natürlich regionale Landessortenversuchsergebnisse, wie wir sie ja in allen Bundesländern noch produzieren. Und in diese Landessortenversuche rücken ja nur Sorten auf, die vorher vom Bundessortenamt schon 3 Jahre geprüft wurden, beziehungsweise über die EU-Liste, über den Bundessorten-EU-Versuch zumindest 2 Jahre in Deutschland geprüft wurden. Und von denen die besten kommen dann in die Landessortenversuche für die regionale Prüfung. Und die dort bestehen stabil, kommen dann in den Betrieb. Das ist die Wahl, die der Landwirt treffen sollte, denn ist er mal davor gefeit, eine Sorte zu erwischen, die einfach dann auch mal völlig versagt. Das kann dann faktisch kaum passieren. So, und das ist unsere Empfehlung, die basiert fast ausschließlich auf den Ergebnissen der regionalen offiziellen Prüfungen. Und deshalb sind wir sehr daran interessiert, dass dieses Prüfsystem bundesweit erhalten bleibt und neutrale Ergebnisse produzieren kann. Und welche Beratungstools bieten Sie an, dass der Landwirt quasi aus Ihren Sorten dann das Richtige auch wählt? Gut, die Beratungstools, die wir anbieten, ein Wachstumskalkulator, Wachstumsregler, Aussaatrechner etc., was die Düngung betrifft oder unser über WhatsApps, kann man über Smartphone direkt, das sind ja Anbauberatungstools. Ja, man kann natürlich ganz normal auf der Internetseite von Rapul auch die Sortenempfehlungen abrufen. Auch dort sind dann die offiziellen Landessortenversuche für die einzelnen Regionen abgebildet und die Sorten beschrieben. Auf Feldtagen, die wir durchführen, können wir natürlich noch in die Tiefe gehen. Genetische Hintergründe der einzelnen Sorten, die kennen dann wir. Die kommen dann aus den Landessortenversuchen nicht hervor. Die sind ja manchmal auch hilfreich. Wenn man zum Beispiel weiß, dass eine neue Sorte, die gleiche Mutterlinie oder Vaterlinie hat wie eine, die der Landwirt schon länger im Anbau hat, dann weiß er, die hat bei mir immer gepasst. Und das ist ja dann schon irgendwo die halbe Miete.
wenn diese Sorte die gleiche Mutterlinie hat, ist ja 50% der Genetik identisch. Also ist das schon mal eine Grundsicherheit, dass sie an dem Standort auch passt. Das vermitteln wir dann auf Feldtagen. Und die sind im Regelfall gut besucht, durch Corona nun leider nicht möglich durchzuführen. Und wir versuchen halt über andere Wege diese Information weiterzugeben. Aber alle Eigenschaften einer Sorte zusammen ergeben ja dann den Ertrag letzten Endes. Ist es die Resistenz, ist es entscheidend, sind es andere Eigenschaften vom Blührhythmus und so weiter. Und im Endeffekt ist es ja egal, welche Summe der Eigenschaften zum Schluss zum Ertrag führen. Denn letzten Endes ist das Endziel ja immer einen hohen Ertrag mit möglichst hohem Ölgehalt, wir werden ja nach Öl bezahlt, zu erreichen. Wie das zustande kommt und welche genetische Konstellation auf welchen Standort am ehesten zu diesem Ergebnis führt, was ich wünsche, das muss das offizielle Prüfwesen erstmal vorab abklären, regional dann, und der Landwirt probiert es aus. Ich sage immer, eine Sortenwahl findet so statt. Eine Sorte, die aus diesem offiziellen Prüfwesen hervorgeht, vielleicht auf dem Feld da vorgestellt wird, da sehe ich sie ja schon mal in Natura, eine neue Sorte. Und da sage ich mir, die könnte bei mir passen. Die könnte eventuell besser sein als alles, was ich bis jetzt im Anbau habe. Dann baut der Landwirt die mal probehalber an. Ist sie tatsächlich besser? Es gibt ja Jahreseffekte. Jedes Jahr ist anders. Das sehen wir heute wieder. Völlig anderes Jahr als das letzte. Dann dehne ich den Anbau aus. Ist sie wieder besser unter anderen Witterungsbedingungen? Reduziere ich die bisherigen Standardsorten? Und ist im dritten Jahr wieder besser, wird sie zu einer tragenden Sorte und die älteren Modelle fliegen raus. Und so kommen wir peu à peu auf einer sicheren Seite zu einer ertragsstabilisierenden Steigerung des Ertrages im Betrieb. Ja, dazu helfen dann ja auch die Anbauhilfen, die Sie eben erwähnt haben. Können Sie das nochmal erklären, was dieses WhatsRaps ist? Ja, über WhatsRaps, das kann man sich auf dem Smartphone installieren, wird man regelmäßig informiert über aktuelle Geschehnisse. Zum Beispiel witterungstechnisch war im letzten Jahr im November noch, Anfang November noch ein Raps-Erdfloh-Zuflug von ProPlant, was wir ja seit 2020 bei uns exklusiv nutzen, eine neutrale Einrichtung, die wettertechnisch abklärt, wo lauern Gefahren, sage ich jetzt mal so, dass man da aufpasst und eventuell dann noch einmal reinfahren muss, um Erdflöhe zu bekämpfen, dass man da auch noch mal guckt. Und auch sortenspezifisch, zum Beispiel unser Wachstumskalkulator, dass man da eingeben kann, welche Sorte, wie stark ist der Bestand, wie ist die Stickstoffversorgung, was ist die Empfehlung, ist die Sorte besonders standfest oder nur mittel, die entsprechende Menge an Wachstumsregler einzusetzen, etc., etc., genauso was die Aussaat betrifft, wann ist der Termin, welche Region, kann man alles eingeben. Das ist sozusagen das, was über Internet nutzbar ist. Ich muss es aber ehrlich sagen, nicht nur, weil ich schon ein bisschen älter bin. Die jüngeren Leute nutzen das Internet mehr, aber auch gerne die persönliche Beratung. Wir sind mit rund 50 Beratern des Rapulringes insgesamt von den Partnerfirmen unterwegs in Deutschland und sind eben auch Pflanzenbauberater. Das sind alles Raps-Profis und das geht telefonisch um eine bestimmte Zeit, klingelt bei mir ständig das Telefon und dann macht man das telefonisch. Und die Beratung, sage ich mal so, wenn Winterschulung möglich ist, gibt man Erfahrungen und Tipps fürs Frühjahr weiter. Und auf den Feldtagen ist es denn natürlich schwerpunktmäßig sind es die Sorten, aber eben auch Pflanzenbauempfehlungen. Und man wird auch in Betriebe gerufen, wenn Sachen sind, die muss man sich persönlich angucken, um Empfehlungen zu geben, Fehler, die gemacht wurden oder Sachen, die aufgetreten sind. Wenn man die Fehler rauskriegt, macht man ihn nicht nochmal wieder. Und dafür sind wir letzten Endes da. Und wenn jemand keinen direkten Kontakt zu uns hatte, der braucht auch nur ins Internet gehen. Da gibt es auch die Beratung. Man geht, klickt an, kriegt seinen Berater vor Ort, regional, mit Telefonnummer und kann ihn ganz normal anrufen. Passiert bei mir auch häufiger. Und so lernt man auch Leute kennen. Das ist interessant. Persönlicher Kontakt ist ja während Corona immer ein bisschen schwierig. Deswegen ist das ja auch ganz schön, dass man sich jetzt hier im Feld nochmal an der frischen Luft persönlich sehen kann. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Herr Willner. Und dann können wir uns ja nochmal ein bisschen den Raps angucken und schauen, wie der hier so steht. Ja,
Also ich bin 1,91 Meter groß und man sieht, er ist gegen die Erwartung doch recht lang geworden. Die Erwartung war, er ist ja erst ins Längenwachstum gegangen, als schon Langtag war. Dann geht er normalerweise gleich in die generative Phase. Aber ich hatte heute Morgen noch mal mit einem unserer Züchter telefoniert, der sagt auch, sie hatten das auch erwartet, dass er kurz bleibt. Aber die ständige Versorgung mit Wasser und die günstige Witterung eigentlich für einen Raps hat nur doch dazu geführt, dass er sehr lang ist. Aber er ist super verzweigt. Ich gehe nach wie vor relativ sicher davon aus, dass er auch stehen bleibt. Und wenn der Juni uns keine längeren Extremhitzeperioden bringt, bin ich sehr optimistisch. Was ja, das sieht hier gerade auch nicht aus. Ja, die Gespräche heute haben uns gezeigt, dass uns die Herausforderungen im Rapsanbau wirklich noch eine Weile beschäftigen werden. Aber es hat sich auch gezeigt, es gibt Strategien, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen. Und dementsprechend wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Ernte 2021. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.